Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cry of Fear. Ja, wir wollen uns gruseln. Und ich muss leider zugeben, ich habe schon mal diese Folge quasi aufgenommen und ja, mir ist die Aufnahme leider kaputt gegangen, beziehungsweise hat es total gestockt und ja, ich weiß auch nicht warum. Im Spiel war alles okay. Aber dann später, als ich mir das Video angeguckt habe, ja, habe ich gemerkt, dass ja, es total am Stocken und am Lecken war und meine Stimme war auch zwar okay, aber die Bilder waren halt irgendwie total mies und Mist. Ja, und deswegen weiß ich halt die nächsten 16 Minuten schon ein bisschen Bescheid. Ja, aber ich werde nichts verraten. Gut, gehen wir einfach mal weiter. Ein Typ mit Nägeln im Kopf und in der Schulter und im Knie. Der hat Schmerzen, mit Sicherheit. Oh, ich will nicht sterben, nein. Ja, ich habe rausgefunden, dass man den halt nur töten kann, wenn man auf dem Rücken auf dieses komische Ding schießt. Und ja, ich bin bestimmt 5-6 Mal gestorben, bis ich das herausgefunden habe. Und ja, diesmal hoffe ich, dass ich es nicht tue. Ich glaube nicht spoilern, also man hat ja eben gesehen, was ich tue. R drücken. Oh, er rennt. Immer noch einen mit der Hand drauf geben, wenn man keine Munition mehr hat, weil wenn man nachlädt, dauert es zu lang, wenn er da kniet. Das kann man dann vergessen. Na, was ist jetzt los hier? Nämlich echt gut. Beim ersten Mal, das kann doch nicht wahr sein. Das war schon total unrealistisch, aber wie gesagt, ich bin wirklich 5-6 Mal gestorben, wenn das überhaupt hinkommt. Boah, nein. Oh mein Gott. Wie viel Schmerz war? Nur weiß, er gesagt. Unser Zuhause, die Haustür, die Küche. Wenn es unser Zuhause ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, wir wachen auf. Did I pass out? Huh? Who's that? Relax, I am not one of them. Who are you then? I'm nobody. What? You shouldn't be here. It's very dangerous. Wait, why are you wearing a gas mask? Are you stupid or something? Do I look like I want to turn into one of them? I can't trust you. I don't know if you're real. Just leave me alone. Uh-huh. What the... Glaubt ihr also, dass es in der Luft liegt, weswegen sich die Leute alle so verändern und mich angreifen auf dem komische Sachen machen und so? So, hier können wir safen. Das machen wir auch gleich. So, und jetzt habe ich die beiden Spielstände überschrieben, die ich schon hatte quasi. Und wir sind wieder auf dem, also zumindest auf dem Speicherstand auf dem Laufenden. Da gibt es jetzt nichts, was ich laden könnte, wo ich jetzt vorher dran wäre. Also ich glaube, lieber zu. Müssen wir da rein. Ich habe keine Munition! Ah, scheiße! Alter! Habe ich voll vergessen. Das spielt man schon mal
aus Versehen ein kleines Stückchen vor und dann, ja, vergisst man so etwas. Oh, verreck! Alter Schwede, ich nehme auf jeden Fall, Erbe? Die Knarre wieder. Ich ja gar nicht, unser Leben ist schon wieder halb tot, halb weg. Und ich habe zwar eine Spritze gefunden, aber trotzdem. So. Da kann man reingehen. Ah ja, genau. Munition. Moni ist immer gut. Auch wenn es nur ein einziges Magazin ist. Wir nehmen alles. Kann man hier irgendwas machen? Jetzt mal gar nicht gut geschaut, ob man irgendwas annehmen. Wäsche. Waschmaschinen machen kann. Ja. Gar nichts. Ich werde jetzt auch wieder so machen, damit wir ein bisschen mehr sehen. Obwohl es eigentlich gar nicht so dunkel hier ist. Deswegen reicht eigentlich die Knarre. Dann kann ich nämlich zuschlagen noch. Oh. Ah, mit einem Schuss. Was musste ich eben drauf hacken, damit das. Damit der hier hinter sich hat, ey. So. Da kann man rein. Ach ja, genau. Hier gab es nämlich nichts. Also, ich habe zumindest nichts gefunden. Kann ich sogar den Kartons machen. Hier oben gibt's nichts. Ja, hier unten gibt's nichts. Da gibt's nichts. Nichts. Kein Raum mit nichts, was man brauchen könnte. Aber gut, finde ich eigentlich gar nicht schlecht gemacht, dass man Räume hat, wo man halt gucken muss, aber eigentlich nichts findet. Das ist halt ein bisschen realistisch, ne? Naja, obwohl hier nicht viel realistisch ist wahrscheinlich. Aber man, naja, ich finde es okay. So. So. Okay. Ach ja, genau, ich bin jetzt draußen. Ein Polizeischlag. Ja, hatte ich dieses Mal auch schon. Damit kann man auch blocken, beziehungsweise macht er das automatisch. Ich glaube, es kommen ganz viele. Ja, genau. Also vier Stück. Oh, Scheiße. Hier, das war auf jeden Fall eine Spritze. Hier, der blockt. Nicht ab. Oh, doch. Oh, ich krieg ganz schön was ab. Nur mal nebenbei, der läuft auf dem Rücken, ne? Alter. So, das heißt natürlich. Oh ja. Tönung. Oh ja. Ich bin voll drauf. Nein, warum mache ich das jetzt eigentlich so? Ich habe das auf die Schnellwahltaste gelegt. Dann sagt das keiner von euch. So, irgendwo kam hier doch einer raus, ich weiß es. Aber doch nicht? Nein, doch nicht. Kam noch einer raus hier irgendwo. Ist ja witzig. Oder kommt der weg von hinten? Hä? Naja. Ist ja auch egal. Einer weniger, einer weniger. Und bis hierhin bin ich eben gekommen. Und nicht weiter. Danach ist alles hier blind. Um meine Nummer zu drücken, wähle die 2. Hier kannst du die Nummer anklicken oder direkt anschließen. Drücke die. Aha. F2 oder was war das? Ja. Achso, ich muss wahrscheinlich erstmal eine Nummer finden hier, ne, genau. So, herausgerissenes Magazinartikel.
Das meiste davon ist zu... Das meiste davon ist zu dreckig, um es zu erkennen. Es scheint ein Artikel über Depressionen zu sein. Kommt dir das bekannt vor? Nicht länger warten. Wähle die 543214 und lass dich beraten. Hm. Okay, wie komme ich denn da jetzt rein nochmal mit der 2? Nee, Quatsch, auf die 2 habe ich doch das Telefon, das Fenster gelegt. Ich muss gerade mal gucken. Hier ich F2. Wie, was stand denn da eben? Oh, palla. Vorsichtig. Dann haben wir schnell auf den Desktop geraten. Beim Rumdrücken hier, was muss ich denn machen? Verdammt nochmal. Ist hier was? Ach nee, das will ich nicht. Oh, das geht auch. Schön. Aber wie war das denn nochmal? Ich konnte es eben nicht ganz so schnell lesen. Das muss ich jetzt drücken. 4. Ja, das auf jeden Fall nicht. Erstmal wähle ich den auf jeden Fall auf die 2. Genau. Und dann zurück. So, wie kann ich jetzt das Telefon verdammt nochmal benutzen? Schlägt er? Hm. Ja, ich probiere einfach nicht herum. Das ist doch schlimm. Aber gut, solche Sachen passieren halt auch mal, ne? Es regnet, aber der Regen bewegt sich nicht, sehe ich gerade. Ich kann mich nicht bewegen. Ach, meine Fresse, hat um die Konsole angemacht. Ich gehe hier weg. Achso. Jetzt bewegt sich nicht alles. Spann. Hm. Wie ging das denn nochmal? Verdammt nochmal. Ich weiß es doch nicht. Ich meine, das stand irgendwas mit. Mit 2. Kann ich das vielleicht nochmal hier zurückgehen ein bisschen? Und sagen wir jetzt mal schön, gleich zurück hier. Kommt das jetzt wieder? Natürlich nicht. Entschuldigung. Verdammt nochmal, wie ging das denn jetzt? Ups. Ging das vielleicht hier rüber? Nein, das ist nicht so ein Mist. Ich weiß es nicht. Hm.
Wie kann ich auf dem Telefon wählen? Das auf jeden Fall nicht. Ja gut, es ist auch fast schon wieder soweit. Ich will jetzt mal die Folge beenden und mal rausfinden, wie ich das Telefon bediene. Und dann geht's natürlich weiter. Blind. Ich werde nur rausfinden, wie man das Telefon bedient. Nicht mehr. Gut. Bis denn. Bye bye.